Der Funkbewegungsmelder reagiert auf Bewegungen im Erfassungsbereich des Sensors und sendet ein Funksignal aus, das von Alarmanlagen der Protect Pro Home Serie empfangen werden kann. Zur korrekten Montage legen Sie vorerst nur zwei der drei Batterien in das Gehäuse. Um den Bewegungsmelder an der Basisstation anzumelden, deaktivieren Sie die Tastensperre und geben dann die PIN-Nummer der Basisstation ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Drücken Sie jetzt die Menü-Pfeil-Oben-Taste und im Anschluss die Pfeil-Unten-Taste. Im Display erscheint Registrieren. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Display zeigt Suchen. Jetzt können Sie den Sensor registrieren. Legen Sie jetzt die dritte Batterie ein, damit der Sensor auslöst. Im Display der Basiseinheit erscheint jetzt der Name des Sensors Bewegungsmelder 1. Der Bewegungsmelder wird nun an der Basisstation angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste. Wenn Sie keine eigene Aufnahme besprechen möchten, drücken Sie im Anschluss die Taste Escape. Schließen Sie das Batteriefach und montieren Sie den Bewegungsmelder mit Hilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Montage in der Bedienungsanleitung.